auf der Limelight. Der Anlass unseres heutigen Videos ist, dass wir 5 Jahre mittlerweile unterwegs sind. Wir haben in der Zeit 18 Länder bereist und befinden uns zurzeit im Südseeatoll Fakarava. In Französisch-Polynesien in der Gruppe Tuamotu. Wir haben insgesamt 18.292 Seemeilen hinter uns, davon 13.416 unter Segeln und 4.876 mit Motor. Andere fahren in dieser Zeit zweimal um die Welt. Wir haben in den 5 Jahren noch nicht mal ganz die Hälfte geschafft. Dafür haben wir aber viele Stellen intensivst besucht. Auch aufgrund der Corona-Pandemie. Da waren wir nämlich über ein Jahr in Panama. Und das einzige Land, was uns aufgenommen hat, war Mexiko. Somit waren wir dann noch ein Jahr in Mexiko. Und tolles Land. Im Nachhinein hätten wir das nicht gesehen. Richtig. Also auch dank Corona haben wir Mexiko kennengelernt und wollen es auch nicht mehr missen. Immer wieder wird die Frage gestellt, wo es am schönsten war. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Jedes Land ist ziemlich speziell und hat viele schöne Seiten. Ich fand Mexiko für mich persönlich super schön. Tolle Menschen und ich habe damals gedacht, das kann man gar nicht mehr toppen. Aber da geht noch was. Französisch-Polynesien ist von den Menschen her total anders und vor allen Dingen die Marquesas, die Gambiers und die Tuamotus sind sehr unterschiedlich. Aber die Menschen, die sind einfach nur fantastisch. Also ich fand als eigentliches Highlight bislang so richtig war Französisch-Polynesien oder ist Französisch-Polynesien super. Und seit über einem Jahr sind wir ja nun hier. Und als wir das erste Mal in Nukuhiva angekommen sind, wollten wir unser Dinghy abschließen. Da wurden wir komisch angeguckt, weil hier schließt man nichts ab. Wir haben seit einem Jahr nirgendwo mehr ein Schloss vorgemacht und wir haben noch kein negatives Erlebnis gehabt. Aber ich muss noch sagen, es gibt so viele Orte, die toll waren. Wenn ich zurückdenke an Kolumbien, die Landausflüge, also zum Segeln, nicht ganz so toll oder wir haben es nicht erlebt, aber die Landausflüge, die wir gemacht haben, waren gigantisch. Ja. Und dann so unser erstes Südsee-Feeling in Gunayala. Gunayala, ja. Auf den San Blas-Inseln der autonomen Region von Panama. Also das war auch super. Kleine Inseln, wie Südsee-Atolle mit Palmen, mit den super netten Einheimischen. Und mehr Sandstrand als hier. Ja. Wir sind immer davon ausgegangen, dass es in der Südsee auf den Atollen ganz viele Sandstrände gibt. Gibt viele Strände, sehen auch wunderschön aus von Seeseite, aber sie sind sehr korallig und so viele Sandstrände sind es gar nicht, wie wir gedacht haben. Also man muss sie schon suchen oder wir haben die richtigen Stellen noch nicht gefunden, kann auch sein. Ja, das glaube ich. Also es gibt bestimmt hier auch Sandstrände. Also auf den Marquesas in Tahuata, da war ja ein super Sandstrand. Ja, keine Frage. Ja, also das war ja echt toll. Aber jetzt gerade hier so in diesen einzelnen Atollen, da ja. Ist nicht so ganz viel Sandstrand. Ja. Und was für uns oder für mich auch noch ein Erlebnis war, waren die Las Perlas zu Corona-Zeiten. Dort waren wir ja über 6 Monate und haben dort festgehangen, konnten uns aber auf den Inseln ja frei bewegen. Es gab eine super Segler-Community. Es war eine unbeschreiblich tolle Zeit, die wir dort verlebt haben. Im Gegensatz zu anderen, die irgendwo
zu Hause oder wo auch immer in der Corona-Zeit festgesessen haben. Ja, da hatten wir richtig Glück. Ja. Und vor allen Dingen da, wo wir waren, gab es eigentlich auch nicht wirklich Corona. Also von daher, wir hatten da auch nichts zu befürchten. Wir selbst hatten es noch nie. Glauben wir. Also wir glauben es zumindest, dass wir es noch nie hatten. Ja. Ja gut, jetzt gibt es ein paar Eindrücke unserer fünfjährigen Reise, ganz kurz zusammengefasst. Viel Spaß dabei. Oh,
Mutuatia, Watapiria, Eoe, Watifaya, Tuito, Teonei, Orihere, Titaipe, Oteaia. Maoie Motuatia Watapiria e oe Watifaya tuito Teonei Orihere Titaipe Orihere Titaipe Ai a Maruara o to te ie oa ai to maruna te pape atati a Ba ai to uti aturi i to tato atua Fofa atumu Tanai vai ho mai to oe Ich hoffe, die kleine Zusammenstellung hat euch gefallen. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Wie geht es bei uns weiter? Nachdem wir hier so ein paar Probleme hatten mit Motor und Solarpanel und Batterien und das alles ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat, lohnt es sich jetzt auch nicht mehr Richtung Fidschi aufzubrechen, weil man dann die ganzen Inseln durchhetzen müsste, um im Oktober, November in Fidschi zu sein. Das ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke. Also haben wir beschlossen, wir bleiben diese Saison bis April hier in Französisch-Polynesien. Im Mai müssen wir sowieso raus, da läuft unser Visum ab. Wir wissen zwar noch nicht, wo wir bleiben. Wir haben in Raiatea eine Anfrage gestellt, die Limelight aus dem Wasser zu holen. Leider sind die schon komplett ausgebucht.
Und so eine richtige Alternative haben wir noch nicht gefunden. Wenn jemand einen Tipp hat, wir sind dankbar. Jetzt möchten wir uns dafür bedanken, dass ihr uns so treu begleitet habt in unseren 5 Jahren, unsere Videos immer angeschaut habt und hoffen, dass ihr uns noch lange treu bleibt. Was uns freuen würde, wären ein paar mehr Kommentare auf YouTube. Ja. Das bringt uns nämlich im YouTube-Ranking etwas nach oben und viel mehr Leute finden unsere Videos. Sollten euch unsere Filme gefallen, hier oben könnt ihr uns unterstützen, unser Patreon werden. Hier, da wo Annette ist, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und hier unten findet ihr ein für euch ausgewähltes Video. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.